Herzlich willkommen zu einem meiner kurzen Selbstgespräche. Das Thema meines heutigen kurzen Selbstgespräches lautet sinngemäß: ganz gleichgültig, wie klug du zu sein glaubst oder vielleicht eben auch bist, Zusammenhänge erkennen zu können in der Welt, all die Lüge, den Betrug, den Verrat, die Hochstapelei sehen zu können, die totale Lüge, die offizielle Geschichtsschreibung betreffend, die Lüge all dessen, was in unseren Schulen, Geschichtsbüchern oder generell Büchern geteilt wird, vollkommen egal, wie klug du glaubst zu sein, also intellektuell schlau. Wenn du nicht bereit, nicht willens oder nicht in der Lage oder alles zusammen bist zu lieben, also diesem Augenblick, deine Annahme, deine Liebe, deine Herzöffnung, deine Hingabe zu schenken, egal wie klug du auch immer zu sein glaubst oder tatsächlich bist, wenn du nicht liebst, ist deine ganze Intelligenz, deine ganze Klugheit das Dümmste mit Abstand, was deinem Leben und der Welt geschehen kann. In dieser aktuellen Zeit, in der wir immer mehr Zusammenhänge, Lügen, Verrat sehen und erkennen auf der Bühne des Lebens, die es übrigens viele hundert Jahre davor schon genauso gab und die genauso stattgefunden haben, die aber nicht so offensichtlich waren, unter anderem deshalb, weil das Bewusstsein der Menschheit im Tiefschlaf steckte. In den letzten Jahren schießen die klugen Menschen wie Pilze aus dem Boden. Die Menschen, die dich und mich aufklären über die wahre Menschheitsgeschichte, die Lügen und den Betrug unserer Regierungen. Und nichts ist falsch daran, bitte. Es ist nichts falsch daran, dass ein Mensch seine Wurzeln, seine wahren Wurzeln kennenlernen möchte, Wahrheit erfahren möchte über sich und seine Geschichte. Nichts ist falsch daran. Was ich allerdings beobachte, ist, dass Menschen suchtartig versinken darin, dass sie jetzt sozusagen wieder im Außen, im Gestern oder im Morgen, in den Guten oder den Bösen, sich wieder von sich selber trennen und wieder im Außen nach Lösung, Erlösung, Rettung, Heilung in anderen suchen. Und so spielt das Ego der Menschen, also die Trennung von sich selbst und der Welt, wieder Trickbetrugsspiele. Ich bin jetzt einer von den Guten, von den Aufklärern, oder ich bin jetzt der Wahrheit sozusagen auf der Spur und ich verlange eine lückenlose Aufklärung und Sühne und Verurteilung des Bösen oder der Bösen in der Welt. Es ist eine Trickbetrügerei deines Ego, dass, wenn sich zuerst die anderen verändern, ich wiederhole, es ist eine der größten Trickbetrügereien deiner Ego-Identität, der Identität, für die sich die meisten Menschen halten und von der die meisten Menschen nichts wissen, deiner Identität getrennt von den äußeren Umständen, aber auch von dir selbst zu sein. Eine der größten Trickbetrügereien deines Ego ist, wenn andere sich zuerst verändern, wenn du zuerst die Wahrheit über die Menschheitsgeschichte erfährst, wenn zuerst die Lügner, Betrüger, Hochstapler der Welt zur Rechenschaft gezogen werden und bestraft werden. Also zuerst muss ich die Welt verändern, zuerst muss ich rausfinden, was die Wahrheit über meine Geschichte, die Menschheitsgeschichte, über Corona und sonst irgendwie was ist, und ich bin der Letzte, der nicht interessiert ist an Wahrheit und der nicht der Meinung ist, wir sollten die Wahrheit über die Erde, die Menschheitsgeschichte, Deutschland, unsere Ursprünge und so weiter erfahren. Ich bin aber der Meinung, dass wenn du zurückkehrst aus dem Ego in die Liebe, also in die Verantwortung für dich selber, in das Leben deiner Werte, wenn du zurückkehrst in eine Herzöffnung,
wenn du zurückkehrst zu dir selber, wenn du also die Quelle in dir selber öffnest, zurückkehrst jetzt hier an den einzigen Ort der Heilung, Rettung, Erlösung, jetzt hier in diesen Augenblick, dann werden sich die äußeren Umstände ordnen, dann werden die äußeren Umstände beziehungsweise dann wird sich uns die Wahrheit über die wahre Menschheitsgeschichte, die wahre Form dessen, auf dem wir leben, die wahre Geschichte Deutschlands und so weiter und so fort, die Wahrheit hinter Corona, dann wird sich uns die Wahrheit erschließen. Aber der Weg ist eben nicht der des Ego. Zuerst muss ich jetzt die äußeren Umstände aufklären. Zuerst müssen die Lügner, Betrüger, Hochstapler da draußen sanktioniert, bestraft werden. Zuerst muss Veränderung im Außen geschehen. Und dann kann es mir gut gehen. Nein, zuerst musst du bei dir bleiben, dein eigenes Leben in Wahrheit ordnen, Verantwortung für deine eigenen Ängste übernehmen, deine Schatten halten und ein eigenes, integeres, wahrhaftiges Leben leben. Zuerst musst du jetzt hier in diesem Augenblick bei dir bleiben. Jetzt hier in diesem Augenblick nicht in die Reaktion kippen und jetzt hier in diesem Augenblick dein Gefühl für dich eben nicht mehr abhängig von den äußeren Umständen machen. Krisen geschehen immer dann und Krise bedeutet im Übrigen Chance. Nur im deutschsprachigen Raum ist scheinbar eine Krise sowas Ähnliches wie ein Scheitern. Ich hab's verbockt und alles ist, alles geht den Bach runter. Nein, eine Krise ist eine riesengroße Chance, dein Verhalten, deine Art und Weise, die Welt, die Krise und alles zu betrachten, radikal zu verändern. Wenn du Krebs bekommst, wenn du deinen Partner verlierst, wenn du deine Firma verlierst, wenn du deine finanzielle Sicherheit verlierst, gibt es immer zwei Möglichkeiten zu reagieren. Du kannst als Opfer reagieren, ja, und auf die bösen Täter mit deinem Finger im Außen zeigen, ja, und auf die externen Retter warten, oder du kannst als Mitschöpfer reagieren. Und das ist der Sinn einer jeden Krise, die Mitschöpfer zu mehren. Also Menschen mit Bewusstsein, ein Mitschöpfer ist jemand, der sich darüber bewusst ist, dass alle seine Taten, sein Glauben über sich und die Welt, seine Bereitschaft zu lieben oder seine Weigerung zu lieben, massiven Einfluss auf alle Dinge in der Welt hat. Ein Mitschöpfer ist bereit, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, in allererster Linie mal für sich selbst und dann neu mit der Welt zu interagieren. Und was wäre das Allerwichtigste und Erste in der neuen Interaktion mit der Welt? Nimm Einladung zu Kampf, Krieg, Drama anderer nicht an. Sprich Einladung zu Kampf, Krieg, Drama nicht aus. Wenn du nicht lösungsorientiert bei dir bleiben kommunizieren kannst, dann warte, bis du es wieder kannst. Unterlasse sinnlose Aneinanderreihung von Worten, auch Kommunikation genannt, in der Anklage, im Aber-Du, in der Problemfokussierung und übe Kommunikation erst dann zu führen, wenn du bei dir bleiben kannst und über Lösungen reden. Aber 90% der aktuell stattfindenden, 95% der aktuell stattfindenden Kommunikation auf der Erde drehen sich um Probleme und die anderen. Jede Krise, wie auch diese aktuelle Krise auf der Welt, kommt nicht, um uns zu zerstören. Sie kommt, um uns zu erwecken. Das bedeutet aber, höre auf, mit deinem Finger auf andere zu zeigen. Höre auf, das Opferspiel zu spielen. Natürlich darf lebenslang ein kleines Opfer in dir sein. Die große Frage ist nicht, ob ein kleines Opfer in dir ist, weil das Kind ist in der Natur der Sache, ein inneres Kind ist in der Natur der Sache, abhängig von deiner Liebe, deiner Zuneigung, deiner Fürsorge, deinem Lieben und auch Sorgen. Ja, ein kleines Opfer darf lebenslang in dir bleiben, aber du bist nicht das Opfer. Du bist der, nach dem du dich am meisten in der Welt sehnst und von dem du glaubst, dass er am meisten in der Welt fehlt. Das, was dich am meisten schmerzt, das angeblich fehlt in der Welt. Keine Ahnung, Respekt, Achtung, Hingabe, Urvertrauen, Lösung, Liebe, Verbundenheit. Genau das, von dem du glaubst, dass es am meisten in der Welt fehlt oder dass es der Welt am meisten fehlt, ist das, was durch dich in diese Welt will. Du bist die Veränderung, nach der du dich am meisten sehnst. Und das bedeutet, begreife, dass Veränderung einzig und allein
von innen nach außen stattfindet. Bleib bei dir, halte deine Schatten, Ängste, Dämonen, Sorge für dich, beende deine Angstvermeidungsdeals, deine Lügen, öffne dein Herz und liebe. Ein intelligenter Mensch, und ich zähle mich durchaus dazu, also ein Mensch, der Zusammenhänge begreift, der den Dingen auf den Grund geht, der den Dingen bis auf den tiefsten Grund geht, der herausfinden will, ist etwas Gutes. Ja? Aber ein intelligenter Mensch, ohne dabei zu lieben, sein Herz zu öffnen und dem jetzt, diesem Augenblick, die Energie seiner Herzöffnung, seiner Liebe zu schenken, bleibt in der Essenz das dümmste, zerstörerischste und schrecklichste, was es gibt. Weil ein intelligenter Mensch ohne Liebe sucht die Ursache seiner Probleme als auch die Lösung seiner Probleme. Ich wiederhole, ein intelligenter Mensch ohne die Bereitschaft zu lieben sucht sämtliche Ursachen seiner Probleme als auch die Lösung all seiner Probleme immer bei anderen. So funktioniert das aber nicht. Die Lösung deiner Probleme als auch die Ursache deiner Probleme ist in dir. Du musst deine Art und Weise der Betrachtung verändern aus einer Opferbetrachtung in eine Mitschöpferbetrachtung. Du musst dein Herz öffnen und lieben. Du sollst nicht aufhören zu denken oder schlau zu sein. Aber du musst üben, immer Teil der Lösung zu werden. Und der größte Teil der Lösung ist Energie. Ja, Energie. Und die gewinnst du nicht aus der Verhaltensveränderung anderer, sondern aus der Öffnung deines Herzens, aus deiner Liebe zu dir und diesem Augenblick. Die größte aller Veränderungen fußt in Schwingungsveränderung, also im Öffnen deines Herzens, nicht in deinen klugen Worten, nicht in deinem Wissen, nicht in deinem Rausfinden, nicht in deinem Einfordern von Bestrafung. Die größte Veränderung von allen fußt in der Veränderung deines eigenen Energiefeldes. Und das bedeutet, liebe, was das Zeug hält, scheiß auf die Gründe. In diesem Sinne, vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Es gibt jetzt Ende März eine Ausbildung zum Liebenden in Borgstaff bei Berlin. Da sind, glaube ich, noch 2 Plätze frei. Dann im April eine Ausbildung zum Liebenden im Allgäu. Weitere Termine findest du auf www.martinulemann.de. Vielen Dank für deinen Mut, auf dich zu schauen. Mogli, komm mal her. Komm mal her. Los, komm mal her.